Heute Morgen gab es einen kleinen Schock, denn Meyer Burger hat eine Pressemitteilung veröffentlicht und der Kurs ist im Laufe des Tages in der Spitze um über 20% eingebrochen. Wir wollen uns heute in diesem Video einmal die Meldung anschauen und etwas einordnen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran und viel Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Moneyboxer. Mein Name ist Lennart und auf meinem Kanal stelle ich euch regelmäßig Aktien vor, in die ich selbst investiert bin. Vor allem in meinem Wikifolio Smart Selection Green. Das ist eine Art aktiv gemanagter Fonds, in den jeder investieren kann. Und dort versuche ich Unternehmen zu kaufen, die ein nachhaltiges Leben ermöglichen. Dazu gehört auch Meyer Burger. Meyer Burger ist der einzige börsennotierte, relevante Solarmodulhersteller aus Europa. Und heute gab es, wie gesagt, diese Pressemitteilung, in dessen Folge der Kurs deutlich nachgegeben hat. Wir schauen uns also einmal die Pressemitteilung im Detail an. Die Überschrift noch recht harmlos: Meyer Burger will einheitliche Produktplattform auf Glas-Glas-Basis für Hochleistungs-Solarmodule einführen. Die neue Produktplattform ist ein einheitliches, schlankeres und flexibles Konzept für Meyer Burgers zukünftige Solarmodule. Mit optimierten Glas auf Vorder- und Rückseite kombiniert Meyer Burger die Vorteile der Heterojunction-Zelltechnologie mit der Langlebigkeit und Qualität der Glas-Glas-Modultechnologie bei gleichzeitig hoher Modulleistung, anspruchsvoller Ästhetik und niedrigem Gewicht. Es geht vor allem darum, die Produktions- und Logistikprozesse und eine schnellere Skalierbarkeit zu ermöglichen. Jetzt aber eigentlich der Knackpunkt, denn durch den Umbau auf diese neue Plattform und aufgrund von Lieferkettenproblemen verzögert sich der Hochlauf der dritten Modullinie und reduziert die Produktionsmenge auf etwa 800 Megawatt im Jahr 2023. Das ist der erste Knackpunkt. Der zweite: trotz reduzierter Produktionsmenge auf Upgrades positives Konzernergebnis auf EBITDA-Stufe erwartet. Die Umstellung für eine bessere Skalierbarkeit ist natürlich absolut sinnvoll. Der Knackpunkt sind die Lieferkettenprobleme, die die Skalierung reduzieren. Und jetzt natürlich die Frage, wie viel wurden erwartet? Meyer Burger hat Folgendes kommuniziert: In 2022 hat man eine Kapazität von 1 Gigawatt und im Laufe des Jahres 2023 sollen da nochmal 400 Megawatt hinzukommen, sodass man am Ende bei 1,4 Gigawatt landet. Diese 1,4 Gigawatt sind dann aber eben die Kapazität am Jahresende. Die Frage ist also, wie viel kann man tatsächlich in 2023 produzieren? Die Analysten haben mit gut 1 Gigawatt gerechnet. Hier der Aktionär hat zuletzt sogar geschrieben, dass mit 1,5 Gigawatt zu Jahresende 2023 gerechnet werden. Jetzt sind wir bei einer Produktionsmenge von 800 Megawatt. Das ist also schon eine ganze Ecke weniger. Bezüglich des EBITDAs möchte man 2023 trotzdem noch positiv sein. Auch da sollten wir uns einmal anschauen, was haben die Analysten denn bis jetzt erwartet. Dazu schauen wir einmal auf die Übersicht aus der Plattform Market Screener und hier sehen wir in der 2023er Zeile bei einem Umsatz von 483 Millionen Euro bzw. Schweizer Franken wird ein EBITDA von 77,8 und ein Nettoergebnis, also unterm Strich grün, 27,2 Millionen Euro gerechnet. So wie Meyer Burger die Pressemitteilung verfasst hat, kann man wohl davon ausgehen, dass dieses EBITDA von 77,8 ziemlich nahe bei 0, aber eben noch positiv ist. Heißt auch, unter dem Strich wird man noch rote Zahlen schreiben, also das Nettoergebnis wird negativ. So, wie hat der Kurs darauf reagiert? Ich habe eingangs gesagt, über 20% haben wir in der Spitze verloren. Man muss relativierend dazu sagen, dass Meyer Burger zuletzt richtig stark gelaufen ist. Auf Einjahressicht hat man noch eine Performance von 55%, auch im laufenden Jahr, und das ist ja nun mal noch nicht besonders lang, sind wir noch bei plus 14%. Schauen wir einmal in den Tageschart, sieht man, dass wir direkt abverkauft wurden und dann hat es sich aber ab der Mittagszeit wieder erholt. Und am Ende sind wir bei einem Minus von knapp 14% rausgekommen. Was ist jetzt hier positiv oder negativ anzumerken? Negativ gesehen würde ich hier anmerken, dass man wiederholt eine abgegebene Prognose einkassieren muss. Zuletzt war es wegen Corona und hohen Ausfallzeiten des Personals. Das kann natürlich passieren, aber jetzt hat man eben wieder eine operative Problematik mit den Lieferketten. Das ist also erstmal schlecht, denn insgesamt fördert das natürlich nicht unbedingt die Reputation und die Glaubwürdigkeit am Kapitalmarkt, wenn man mehrfach jetzt Prognosen schon reduzieren muss. Das finde ich dann ersten Knackpunkt. Und der zweite ist natürlich die Ursache, nämlich die Lieferkettenprobleme.
Das ist natürlich erstmal wirklich für mich auch eine kleine Überraschung, dass das Problem noch da ist, denn mein Verständnis war, dass die Lieferketten sich deutlich entspannt haben und es hier deutlich besser mittlerweile aussieht. Heute hat zum Beispiel auch eine SMA Solar direkt sehr negativ reagiert und ich denke, auch da hat man eben die Sorge, dass man nicht das ganze Potenzial des Marktes jetzt mitnehmen kann, weil man einfach nicht vollständig die Rohstoffe oder die Teile hat, die man braucht, um am Ende Anlagen zu verkaufen. Ganz wichtig, denke ich, ist jetzt, dass man dieses positive EBITDA-Ergebnis 2023 nicht auch einkassieren muss. Da gibt es ja jetzt einen gewissen Puffer, wir haben ja eben die Zahlen gesehen. Ich hoffe, das schafft man auch. Sollte das nicht der Fall sein, das wäre dann natürlich wirklich bitter. Von daher einmal schauen, wie sich die nächsten Quartale entwickeln werden. Ich werde Meyer Burger auf jeden Fall verfolgen. Wenn ihr regelmäßig informiert werden möchtet, dann abonniert gerne den Kanal. Dann bleibt ihr hier mal up to date und liked auch gerne das Video. Jetzt ist aber auch die Frage, was kann man noch Positives dazu sagen? Die Meldung an und für sich ist jetzt natürlich erstmal nicht positiv, aber man muss auch dazu sagen, die Gesamtstoryline, weshalb jemand vermutlich in Meyer Burger investiert, ist jetzt auch nicht wirklich betroffen. Denn diese Lieferkettenproblematik ist etwas, das über den Zeitverlauf sich erledigen sollte. Es ist zwar jetzt negativ, dass es länger dauert als befürchtet, aber am Ende ist es etwas, was man in den Griff kriegen kann und kriegen wird. Und das Interessante an Meyer Burger ist ja, dass man als einziger relevanter Modulhersteller in Europa dazu beitragen kann, sich etwas weniger abhängig zu machen von chinesischen Modulen. Denn der europäische Markt besteht fast immer noch ausschließlich aus chinesischen Importen. Und ganz wichtig ist, wir haben zurzeit eine bombastische Nachfrage. Also eigentlich wäre es schön, wenn Meyer Burger so viel Momentum wie möglich in dem aktuellen Markt mitnimmt, denn alle Solarunternehmen, die derzeit gemeldet haben, melden sehr positive Zahlen über Europa. SolarEdge und Enphase, also die beiden Wechselrichterhersteller, haben schon gesagt, dass Europa wirklich on fire ist und auch Jinko Solar und Canadian Solar, die chinesischen Hersteller, die haben schon Zahlen für ihre operativen Töchter in China gemeldet, die auch richtig stark waren. Also die Nachfrage ist absolut vorhanden. Die Solarbranche ist total am Boomen. Deswegen wäre es schön, wenn Meyer Burger da eben von profitieren kann. Und der andere riesige positive Effekt für Meyer Burger ist die politische Großwetterlage. Ich denke, es ist offensichtlich, dass Europa sich weniger abhängig machen muss von chinesischen Importen. Das heißt, es wird vermutlich im Rahmen des europäischen Investitionspakets oder Förderpakets auch bessere Rahmenbedingungen für Meyer Burger geben. Das heißt, auf eine mittel- und langfristige Perspektive ist diese Aktie hochinteressant. Aber, und das ist so ein bisschen der Knackpunkt, schaut man sich die Bewertung an, ist Meyer Burger natürlich definitiv auch nicht günstig und sie müssen einfach abliefern und ihre Kapazitäten da schnellstmöglich weiter ausbauen. Ich persönlich habe tatsächlich heute im Rahmen des Kurzsturzes meine Position ausgebaut. Sie war vorher sehr klein, jetzt ist sie immer noch klein, aber ich habe sie ausgebaut, denn ich hatte eine Kauforder im System. Meine alte Kauforder ist nie ausgeführt worden. Ich hatte sie dann erhöht und heute ist sie bei 60 Cent ausgeführt worden. Hoffnung macht auch, dass der Kurs heute sich wieder fangen konnte und wir nicht auf Tagestief geschlossen haben, sondern der Kurs sich wieder etwas erholt hat und wir in Anführungszeichen nur mit minus 14% dann am Ende geschlossen haben. Ich würde übrigens auch gerne den CEO von Meyer Burger, Gunther Erfurt, zu einem Interview auf meinen Kanal bekommen. Wenn euch das interessieren würde, schreibt gerne mal Fragen unten in die Kommentare und gebt dem Video unbedingt ein Like, damit ich sehe, dass es hier ausreichend Interesse gibt und ich weiter versuche, ihn zu einem Interview zu bewegen. Also zusammengefasst, alles in allem heute definitiv schlechte Nachrichten. Es ist etwas mehr Geduld gefordert. Ich sehe es manchmal in den Kommentaren unter den Videos, wenn ich über Meyer Burger spreche, dass der eine oder andere schon sehr euphorisch ist bezüglich Kursziele. Und da muss man einfach sagen, die Bewertung ist heute schon nicht ohne und die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Aber das Gesamtumfeld ist super interessant und deswegen lohnt es sich, glaube ich, hier dabei zu bleiben. Aber das eben nur meine persönliche Meinung. Und an dieser Stelle dann auch der Hinweis, dies ist keine Anlageberatung. Ihr habt es gesehen, ich bin selbst investiert. Das heißt, hier kann es Interessenskonflikte geben. Wenn ihr Fragen und Kommentare zu Meyer Burger habt, schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video ein Like dalasst und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.